so glorreich. Hallo. Wir Bims? Wie sagt man die Mehrzahl von I-Bims? Wir sind's am Bienen. Wir Sims. Robin und Bambi. Wir spielen ein neues Spiel. Wir haben uns gedacht, am ganzen Battletoads-Kram und nachdem Battletoads Arcade uns so enttäuscht hat, wir wollen irgendwie was uns auf die Fresse haut und deshalb spielen wir. Was reimt sich auf Motombies? Zombies. So ähnlich. Zumindest. Wir spielen Zombies Ate My Neighbors, altes Super Nintendo-Spiel, Co-op-Action. Oh. Möchtest du Junge oder Mädchen sein? Lass mich mal Sabines Sidekick sein. Dann musst du Start drücken jetzt. Oh yeah. Ist von LucasArts. Die auch Monkey Island so gemacht haben. Resqueze Nike Bors? Ich hab das nie gespielt. Okay, pass auf, ich hab's ein bisschen gespielt. Okay, kurzes Heads-up. Du musst mit der Wasserpistole die Zombies kaputt machen, du hast aber nicht unendlich Munition. Okay. Du siehst oben deine Muni. Okay, okay. Du kannst mit den Schultertasten, kannst du hier eine Karte machen, die Menschen musst du retten, indem du sie einsammelst. Okay. Ziel ist es, die Zahl unten auf der Karte einzusammeln der Menschen, dann kommt das Exit. Okay. Alles, was du siehst, an Sojadosen, an Menschen, an Pistolen, nimmst du alles mit. Ja. Yeah. Weil es kannst du alles gebrauchen. Baby. Und du nimmst deinen ganzen Progress mit in die anderen Level. Das heißt, alles, was wir jetzt einsammeln, ist wichtig. Mit der unteren Taste wechselst du deine Waffen durch. Es gibt dann später... Was ist die untere Taste? Langsam! Die untere Taste ist hier. Damit wechselst du deine Waffen durch. Hab ich nicht. Und dann musst du halt gucken, es gibt halt verschiedene Gegner, die gegen Waffen... Komm mal hier hoch. Okay. Ich spring mal hier rüber. Fupp. Ha. Aha. So. Schlüssel. Nice. Sehr gut. Piu, piu. Seid also ruhig ein bisschen sparen mit Munition. Ist gar nicht so doof. Oh, ich habe gar keine Munition mehr, glaube ich. Doch, du hast noch 238. Warum kann ich nicht schießen? Weiß ich nicht, weil du nicht... Weil ich die falsche Taste drücke! Yes! Ganz genau, Robin! Und wie gesagt, wir müssen halt die ganzen Menschen retten und... Das Doofe ist halt, der Bildschirm scrollt mit uns beiden mit. Ja. Und die Zombies spawnen immer nach, also... Okay, Robin, wo bist du hin? Wir müssen mal hoch hier, warte. Also geht's da durch? Wir lassen mal die Karte auf. Hund! Ja, aber warte, lass uns doch gerade erst die Chilis holen. Save the dog! Und bei Türen immer ein bisschen aufpassen, du verschwendest halt die Schüsse damit und es könnte halt sein, dass du später noch Schüsse brauchst. Okay. Also es ist nicht alles unendlich da. Es gibt 8 Milliarden verschiedene Strategien. Wir müssen in den Pool hier unten. Es gibt 8 Milliarden verschiedene Strategien. Oh Gott, jetzt habe ich die Waffe gewechselt. Gehst du mal weg jetzt, Zombo-Mann. Mal noch rüber? Ja, easy. So, hier ist jetzt der Letzte. Und wenn wir den Letzten haben, kommt das Exit. Ja. Und ins Exit gehen wir und dann sind wir safe. Dann sind wir durch. Alter, das Ziel ist das easy peasy, Mann. Pass auf, das Ziel ist es, alle zu retten und es kann passieren, jetzt kommt das Fiese, es kann passieren, dass die Zombies die Menschen angreifen, dann sind sie tot. Und wenn alle tot sind, kannst du das Level nicht beenden. Und dann muss man es neu starten. Ich glaube, du musst mindestens eine Person retten. Und ansonsten kriegst du nicht genug Punkte, kriegst keine neuen extra Sachen und so. Ja. Alter, Sabine Sidekick und Bastian Brille. So. Sind schön unterwegs. Das war ein kurzer Abriss nur. Das sind die Bazookas. Wichtig übrigens auch, jeder muss immer, wenn zwei Sachen liegen, sammelt bitte jeder eins ein, weil ansonsten hat nur einer die Bazooka. Okay. Und es gibt später noch so Tränke und so ein Kram, mit dem man dann super krass wird. Du hast ein Medikit. Mhm. Wie benutzt man das? Die Medikit-Sachen wechselst du mit dem anderen Knopf unten durch. Da hast du einmal so einen Decoy-Clown, die benutzt du mit der X-Taste. Siehst du, die gehen dann Decoy da drauf. Ja, das ist gut. Und das Medikit benutzt du halt auch dann mit der Taste. Komm, ich bin ein bisschen safe hier. Lass uns mal hier unten lang erstmal. Da links sind noch welche. Ich springe. Das ist von LucasArts? Das ist von LucasArts. Das wusste ich nicht. Sammel das Kind. Take the child. Und du kannst später auch mit der Bazooka Türen aufschießen. Komm, schön nach oben. Ah. Oh, ich habe keinen Schlüssel. Ist nicht schlimm. Pass auf, I show you thing. Oh! So, hier. You made hall. Das hier sind Tränke, mit denen kannst du dich, mit den roten Tränken kannst du dich primär zu so einer Art Monster verwandeln. Alter, Freunde, der Robin, der hat's übelst draus. Ich hab das ein ganz bisschen gespielt. Robin ist der super harte Zombie-Guide gerade. Ja, ich carry nur so lange ich kann, das ist gleich schnell vorbei. Mit niemandem würde ich lieber in einer Zombie-Apokalypse feststecken, als mit Robin Brille Rottmann. Aber kein Scheiß, ich kenne die ersten 5 Level noch, der Rest ist dann auch bei mir weg. Okay, Vorsicht, Laterne. Oh, Geld. Robin. Geld, glaube ich, auch aus irgendeinem Grund später wichtig. Ja, immer wichtig. Auch für Rapper. Warte, hier unten war noch eine Waffe. Alles mitnehmen. Auch so Sojakannen. Alter, Dosen. Sojakannen kannst du als Granaten benutzen später. Kannst dann über Wände werfen. Was sind denn Sojakannen? Die hier, das hier, das sind Sojakannen. Du meinst Soda? Soja. Ich meine Soda. Was ist denn Soda? Also Soda wie Limo. Ja, genau. Verstehe. Guck mal, so, Indiana Jones. Zack, haben wir doch. Nice. Good job. Am Ende einfach noch schön den Book of Ra
Indianer, nee, wie hast du Indiana Jones eingesammelt? Man kriegt übrigens Passwörter und man kann in den Leveln später wieder anfangen. Also wir müssen nicht irgendwie rumcheaten. Du hast dann nur das Problem, dass du in den Leveln, wo du startest, halt ohne Equipment startest. Also wir sollten versuchen, so weit es geht zu kommen. So weit es geht zu kommen mit dem Equipment, das wir mitnehmen. Terror in Isle 5. Das könnte auch so eine Boyband sein oder sowas. Veteran eingepackt. Die Mucke ist immer noch geil. Wir müssen nach oben links. Bam, bam, bam. Guck mal, Kind, auf der Rolltreppe. Shit, geht nicht, falsch rum. Oh Gott, help. Geht nicht falsch rum. Du kannst doch selber schießen. Ja, aber nicht, wenn ich nach vorne laufe. Oh, Vorsicht, Chucky. Nein! Chucky hat den Typen umgebracht. No. Ich krieg den noch nicht kaputt. Ist der... Chucky musst du stehen lassen. Chucky ist super stark. Echt? Ja. Chucky, er ist einfach ein Kind mit einer Axt. Ja, die kommen aus diesen Spielzeugdosen hier gehüpft. Seriously, das ist ja super. Ah. Die Schuhe, wenn du die mitnimmst, mit denen kannst du schneller laufen, wenn du sie benutzt. Ja, ich benutze die. Ich lasse dir mal ein Eis oben noch liegen. Geil, Eis. Wo? Hier? Nice. Das ist doch kein Eis, das ist eine Zigarre, Robin. Das ist Eis. Robin, das ist eine Zigarre. Das ist Eis, das ist doch keine Zigarre. Was ist denn das für ein Eis? Gut gemacht. Danke. Äpfel. Tomaten. Nimm sie mit. Nimm du sie doch mit. Okay, Äpfel. Oh Gott. Oh shit. Also das Wichtige ist halt, dass wir relativ schnell immer zu den Menschen kommen, um sie zu retten. Go. Ich renne. Kannst du auch den Young Merlin-Move machen hier? Die patentierte Young Merlin-Technik. Da rechts. Baby! Kein Ding. Mach ihn kaputt. Jawohl! Voll, Digga. Psst. Shit. Komm schon, weg mit dir. Wir dürfen nicht so viel Schaden nehmen, Bambi. Ja, warum nicht? Jawohl. So, geht doch. Das Spiel ist sehr stressig, aber auch sehr leicht. Nee, das ändert sich noch, glaub's mir. Es gibt Bosskämpfe und so einen Scheiß. Sehr leicht. Gute Reference. Wenn wir fluchen und feststecken. Sehr leicht, Bambi. Schneide es. Level 4. Ich glaube, es gibt 52 insgesamt. Chainsaw! Hedgemaze Mayhem! Aber jetzt wird's nämlich ein Arschloch, das Spiel. Okay. Oh Gott. Ja, kannst du ihn kaputt machen? Vergiss es. Ich bin auch zu langsam. Er ist viel schneller als ich. Ja, das ist das Problem nämlich. Guck mal! What? Kann man ihn irgendwie... Das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst einen Decoy legen für ihn. Upsa, hier. Einen Decoy legen, dass er das Decoy angreift. Aber du solltest auch nicht alle Decoys loswerden. Oh, fuck. Mein Controller hat sich gerade disconnected. Ich drücke kurz Pause. Ja, leider ist mein Controller immer noch gerade tot. Ja, cutten wir. Jetzt geht's. Hopp. Da war der Robin kurz weg und da sind wir wieder. Da ist wohl gerade ein Controller ausgefallen unter Umständen. Kann schon mal passieren bei so alten Spielen. Oh Gott. Ihr müsst irgendwie hoch, guck mal. Ach, ja, shit. Unten müssen wir... Nein! Lass mich doch mal... Wie... Er ist mega schnell. Es ist super unfair. Zum Ernst. Robin. Controller macht gerade leider wieder Dinge. Robin, don't die. Okay. Ich geb mir Mühe. Warte. Meine Batterien wechseln gleich. Wir kappen das einfach. Ja, aber wieso? Jetzt bin ich wieder da. Jetzt geht's wieder. Oh, eigentlich sind die Batterien neu. Oben rechts. Komm schon. Da! Noch weiter oben rechts irgendwie. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Unten rechts auch noch. Lass uns erstmal den da holen. Genau. Wir müssen nach rechts. Kann man das aufsprengen irgendwie? Wände kannst du nicht aufsprengen, nur du kannst Büsche aufspringen. Büsche? Also hier, so durch die Buschwand kannst du halt schießen mit der Bazooka, dann machst du sie auf. Aber du kannst halt nicht durch eine Ziegelwand. Fuck me! Ich häng fest! Komm! Oh shit. Komm schon, Bazookic. Oh Gott, Probleme. Ah. Oh, fuck. Habe ich auch Bazooka? Da ist eine Frau, ja, du hast auch Bazooka. Müsstest du eigentlich, wenn du mal deine Waffen durchwechselst? Das war die falsche Seite. Ich habe noch nicht gecheckt, wie man Waffen wechselt. Unten auf B! Ah. Ja! Es geht nicht auf! Dann kannst du es nur von oben schießen. Ja, genau. Oh nein, er hat sie kaputt gemacht! Alter, er kriegt jetzt eine Bazooka von mir. Weißt du was? YOLO-Drink. Was passiert jetzt? Kannst du ihn jetzt kaputt machen? Komm, schnell! Okay. Komm. Ich bin dabei. Komm her. Als Monster kannst du nämlich die ganzen Wände hier aufmachen, so ein Scheiß. Hä?
Hey, lass die Alte in Ruhe. Das bin ich. Sabine Sidekick. Jetzt geh oben lang, damit ich dich abhole. Nicht in den Typen reinrennen, Bambi. Komm her. Ich wusste nicht, was du vorhast. Alles kaputt, Robin. Ich hab ein Krebsgeschwür oder sowas. Wie viel brauchen wir denn noch? Einen. Oh nein, Alter. Wo? Wo, Robin? Ich weiß es nicht. Wo, frage ich dich? Oh, danke schön. Oh, ist ein nein. Typ drin. Oh nein, oh nein. Geil. Ah. Ja, mein Drang ist vorbei. Ah. Ja, ist ein mega einfaches Spiel. Mhm. Bei der Oma hat krass was geblinkt. Oder? Auch nicht. Ich glaube, es reicht, wenn wir einen offen haben. Unten links. Da waren wir doch schon. Warum haben wir den nicht? Ich hab keine Bazooka mehr. Ich auch nicht. Da, auf dem Trampolin. Oh nein. Shit. Oh, dummes Kind. Eis und Pistolen. Mit Tomaten. Wir müssen ihn, glaube ich, irgendwie locken. Oder? Komm. Ja, schnell, oben lang. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Da hängen wir doch wieder. Nice. Okay, jetzt dürfen wir uns... Digga, nimm Kind mit. Digga. Ist ja easy. Ey. Fupp. Okay, ich würde sagen, das war auch ein schöner erster Einstieg. Ja. Ich bin schon... Ja, guck mal, der Schweiß. Die Schweißperlen. Geschafft. Guck mal, die Schweißperlen auf meiner Stirn. Guck mal, das erste Passwort kriegen wir auch. Kannst du die Schweißperlen alles sehen? Alles safe. Ich zeig mal die Schweißperlen, Alter. Schwitzbär. Hier auf mir.